Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together Anno 1404 Venedig. Unsere Siedlungen sind ja schon ganz schön gewachsen und ich begrüße wieder ganz herzlich Derkus. Herzlich willkommen. Und scheiße, ich sehe gleich, dass meine Bürger wieder streiken. Ja, hättest du vielleicht Kleidung zu verkaufen, damit wir gleich ins Spiel einfinden? Habe ich Kleidung zu verkaufen? Ich muss nachsehen. Ich sehe mir gerade deine Siedlung an. Entschuldigung. Habe ich Kleidung übrig? Ja, wo war das wieder? Hier. Ich habe so, wir alle können stolz Leinenkutten das, fertig. Was wir hier geschafft haben. Ja, die gehen auch. Da kann ich dir ein paar verkaufen. Weil, naja, es ist glaube ich nicht gut, wenn da überall so ein Blitz über den Häusern ist. Und Sicherheit wollen die auch schon. Ich habe zwar selbst relativ wenig im Moment davon, aber normalerweise habe ich da mehr auf Lager, also. Und ich habe die Produktion schon verdoppelt, also bloß keinen Stress deswegen. Jo. Ja, ich habe ja auch schon einiges an Feedback dazu bekommen über den YouTube-Channel. Unter anderem, dass es schon mittlerweile einige Leute toll finden, dass wir das Let's Play Together machen. Und das freut mich eigentlich sehr wahnsinnig. Es gibt auch Leute, die mir noch Tipps geben. Das ist sehr nett gemeint, aber das meiste von diesen Tipps kenne ich schon und weiß ich schon. Ich baue gerade mein nächstes Transportschiff. Kann ich vielleicht endlich mal neu bauen? Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo war ich bei meiner Siedlung überhaupt? Ich wollte eine Kirche bauen, dafür brauche ich Glas. Ich wollte Glas produzieren. Ich habe schon eine Kirche. Toll. Die Glasschmelze läuft auf Hochtouren, ich brauche eine zweite, da war ich genau. Ja. Bei mir steht Warten auf Mitspieler Derkus. Wenn du schon auf dich selbst warten ja. Musst, ist das schon sehr, sehr, sehr tief. Sehr seltsam. Ganz so. Wollt ihr euch etwas anerkennen verdienen? Erwerben Sie 5 Rad. Ja, boah. Mein Volk nutzt Schimpfräder, um die Wüsten fruchtbar zu machen. Ein so Mitspieler behaltet ihn gut im Auge, euren Ratsitz. Ich hoffe gleich einen Ratsitz bei dir. Nee. Kannst du nicht, dazu brauchst du eine Errungenschaft von Venedig. Du hast 9300 für einen Ratsitz bei mir. Oh mein Gott. Die Ratsversammlung frisst euch förmlich aus der Hand. Okay, eigentlich dachte ich, hätte das schon gemacht, nach da hinten umgesiedelt, die Produktionsketten, aber irgendwie doch nicht. Du weißt ja, wenn du was Spannendes baust, musst du mir Bescheid geben, gell? Ja. Okay. Darf ich alle Leinenkutten kaufen? Ja, du bist ja auch Wucher. Was heißt Wucher? Das ist der Standardpreis. Dann ist der Standardpreis Wucher. Nur weil du dir das nicht leisten kannst? Ich hab grad 1600 für 14 Leinenkutten ausgegeben. Ich komm grad drauf, ich hab auf der Wotan noch 31 Leinenkutten liegen gehabt. Egal, 14 reichen erstmal. Mehr brauchen meine Bürger nicht. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ich glaube, die Kriegsrechte hab ich noch. 3. Na endlich! Dachte schon, du wärst und unterwegs. Wie viel Geld kriegst du gerade plus? 409. Warum denn?
Habe ich denn schon Bettler? Nee, ich will auch gar keine Bettler haben, weil ich lieber das Geld kriege. Ja, nee, schon klar. Ja. Habe ich dir schon erzählt, dass ich die Patrizia nicht mehr mag? Warum dann? Weil die irgendwie so dreist rüberkommen. Ja. Dir ist schon klar, dass die Adligen dann noch dreister sind. Ja, aber die Adligen bezahlen dafür besser. Na, tschau. Okay. Wenn du meinst. Also wenn die Bedürfnisse erfüllt sind. Tja, ich brauche noch 3 Glas und dann kann ich aus eigener Produktion eine Kirche bauen. Du hast eine Glasproduktion? Ja. Schon seit 3 Folgen, glaube ich. Meine Nomaden. Ich kann noch nicht mal eine Seidenplantage bauen. Ah, oh, meine orientalische Siedlung. Nett, dass du mich daran erinnerst. Vielen, vielen Dank. Problem. So. Kriege ich da jetzt den nächsten diplomatischen Rang? Muss ich mir da erst ein Teil kaufen? Diese Baupläne zum Geschenk. Ja, ich habe etwas länger nicht mehr gespielt. Ja, ich brauche noch Mosaik. Ich habe hier ein Quarzbruch irgendwo. Ja, Quarz wird abgebaut meines Wissens nach. Ja. Und ich brauche noch eine Tongrube. Da war doch was. Irgendwo sollte ich doch eine Tongrube haben. Ha, hier. Genau. Ich möchte mir auch mal deine orientalische Siedlung angucken. Ach, wie süß, hat er ein paar Palmen gebaut. Lass meine Palmen in Ruhe. Na, zumindest symmetrisch. Was mache ich, Klonk, da eigentlich? Nein! Ich Idiot, hab den Ton an die falsche Stadt geliefert. Ja. Vorsprung. Ranzingen. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Scheffelsberg. Benennen wir doch Ranzingen einfach mal schnell um, und zwar in Atlantis hoch 2. Nein, da kommen sich wieder gewisse Leute im Stamm bevorzugt vor. Zur Erinnerung, wir sind Stämmespieler. Immer noch. Und es geht momentan wieder noch, also es geht noch immer nicht so schlecht. Also das läuft momentan sogar wieder sehr gut. Und ich brauche trotzdem noch einen Stadtnamen. Ja, also ich baue hier nur Ton ab, das heißt Tonbach ist schon ein sehr guter Name. Tonbach? Tonbach, ja. Das ist eine Siedlung, bestehend aus einem Kontor und 2 Tongruben. Und ich habe 30 Bücher. Wozu habe ich 30 Bücher? Kannst du mir verkaufen? Nein! Und ich kann eine Kirche bauen. Aus eigener also von mir Glasproduktion. Von mir aus kannst du mir die verkaufen. Nein. Schenke. Hier. Das muss ich dann leider die eine Schenke und die Zierelemente abreißen. Damit ich eine Kirche bauen kann. Das heißt, Baubereich ist blockiert. Das heißt, dass der Baubereich blockiert ist. Dass du da nicht bauen kannst. Ja, Werk. Okay, ich habe eine Kirche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Damit blechen meine Patrizier wieder mehr. Ich werde nicht sagen, aber ich habe eine Kirche. Ja, du hast die schon lange, ich weiß, dafür hast du nicht so viel Gold wie ich.
Gold hast du denn? 56.300. Oh, da hab ich aufgeholt. Wieso? 57.400. Oh. Geplättet bist du da. Ja, aber meine Wirtschaftskreisläufe funktionieren super. Ich brauche nicht regelmäßig einkaufen. Das war ja auch nur, weil ich so viele Leute habe, die bei mir siedeln wollen. Ja. Und die brauchen dann natürlich auch entsprechend mehr. Weißt du, ne? Wenn es weiter nichts ist, mehr Essen und Kleidung. Was sie nicht alles so brauchen. Ja, und ich muss jetzt noch die Teppichproduktion beginnen. Dazu brauche ich eine geeignete Insel. Und zwar die hier. Viel Spaß. Danke. Scheffelsbär. Rote Stirn, was ist denn das für eine rote Kleidung? Und so ein Müll. Der Kurt. Ich bin einfallsreich. Juhu. Ich weiß, wie mein Schiff heißt. Pazifik. Der mir die Waren für mein Experiment. Cool, ne? Was verkaufe ich denn überhaupt? Ne, nicht Hand. Ausladen. Da. Euer Besuch ist mir eine gelungene Abwechslung. Macht euch in der Ratsversammlung ein. Ach du Schande! Was ist das? Hast du wieder einen Fehler gemacht? Nein! Dirk! Weißt du, was mich ein Ratssitz in deiner Stadt kostet? Warte. Weiß nicht. 155.000 Gold. 155.000. Ich hatte mich gerade die entsprechende venezianische Errungenschaft freigeschalten. Venezianer. Das mache ich auch. Können wir mal Preise vergleichen? Wie viel? 100? 55.000. Bei mir kostet einer nur 13.000. Ja, weil meine Stadt nicht so groß ist. Das nutze ich aus. Nee, jetzt ist 14.000. Ne, das ist mir zu teuer. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr. Ahaha. Was? Woher, wieso hast du 114.000 Gold? 14.000. Nur 14.000? Ja. Ah, euer Besuch weckt meine Lebensgeister.